Hallo vom Böllenfalltor. Wir von Mindkick sind jetzt auch mal hier in Darmstadt und wollen mal bei Ramon Berndroth nachfragen, wie die Situation hier so ist, ne? In der Jugend. Ja. Ihr seid jetzt in der Bundesliga. Was hat denn das für Konsequenzen auch fürs Nachwuchsleistungszentrum? Werdet ihr da noch aktiver, noch positiver gesehen? Ach so, mit der ersten Mannschaft in der Bundesliga. Ja, also seit dem Aufstieg in der, also sagen wir mal so, die erste Mannschaft, je höher die spielt, desto mehr hilft uns das. Also das ist so. Ja, das, Leute hier herzubringen, also wenn Eltern ihre Kinder, gut spielenden Kinder herbringen, dann ist ein Argument natürlich Infrastruktur, das andere Argument haben die gute Trainer, aber das Hauptargument ist, in welcher Klasse spielt denn die erste Mannschaft. Das ist tatsächlich so. Das hilft uns. Wie sieht es denn jetzt, du hast ja schon die Infrastruktur angesprochen, bei euch infrastrukturmäßig aus? Ich meine, in Medien ist es ja ziemlich gut zu lesen, die Kabine und alles, wie es hier aussieht. Jetzt ist hier Baustelle, neues Nachwuchsleistungszentrum. Erklär mal ein bisschen was dazu, was genau verändert wird und wie euch das hilft. Ja, also es ist ja so, dass wir gern kokettieren mit unseren Schwächen, die auch gut vermarkten, denke ich. Fängt ganz oben an, aus Tradition sind wir anders, aber führt ja keinen Weg dran vorbei, dass wir da nachholen müssen und da sind wir auch sehr, sehr eifrig dabei. Wir zum Beispiel bauen jetzt in der Stadt beim anderen Club, bei der TG 75, mit denen haben wir uns geeinigt. Die Stadt hat uns da auch geholfen, bauen wir ein neues Leistungszentrum, entstehen gerade zwei Kunstrasenplätze mit allen Funktionsräumen. Da sind wir auf, ja, wie man immer so schön floskelhaft sagt, auf einem guten Weg. Ja, jetzt hast du angesprochen, wenn man Bundesliga spielt, dann ist man interessant für die Jugendspieler. Wie sieht es denn jetzt so konkret aus? Wie ist denn im Moment so eure Lage in den einzelnen Ligen? So, habt ihr da vielleicht Spieler, die schon oben da dran sind an der ersten, weil ja länger jetzt schon bei euch niemand mehr so im Jugendbereich wirklich den Sprung in die erste geschafft hat? Ja, nee, die erste Mannschaft ist uns zum Glück enteilt. Ja, wir müssen also, ja, das, Jugendarbeit ist nun mal nachhaltig, langfristig zu sehen. Wir waren bis vor kurzem noch mit der ersten Mannschaft in der dritten Liga. Ich glaube, wir wären voriges Jahr so weit gewesen, dass wir die ersten Spiele ernsthaft hätten anbieten können, zumindest im erweiterten Kader für unsere Profitrainer. Aber zum Glück, sage ich nochmal, ist die erste Mannschaft mit ihrem Erfolg uns enteilt. Zweite Liga ist kaum machbar für uns und erste Liga erst recht nicht. Das ist aber nichts Schlimmes, da versuchen wir nachzuholen und in dem Sog versuchen wir mitzumachen, auch nach oben zu steigen. Wie sieht es jetzt bei dir persönlich so aus? Du bist ja jetzt auch hier noch relativ neu, würde ich sagen noch. Wie ist da die Arbeit jetzt hier so in so einem aufschwingenden, positiv aufschwingenden Verein jetzt, der so Erfolg hat? Ja, das macht doppelt Spaß. Also zumindest, also ich kann für mich verbuchen, den Erfolg habe ich nicht verhindert. Und ich sage manchmal zum Spaß, ja, 4 Aufstiege schon mitgemacht, trotz Berndroth, seit Februar vor einem Jahr. Ja, das macht Riesenspaß. Aber es macht auch Spaß, wenn jetzt nicht diese Erfolge wären. Die Arbeit selbst, die Inhalte, die erfüllen mich, ja, fußballerisch. Okay, dann danke ich dir fürs Interview kurz und viel Glück dann noch für die Saison, die weitere Arbeit und euer neues Nachwuchsleistungszentrum. Ich danke euch.